Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video, ein zweites Video, in dem ich euch direkt gegenüber sitze sozusagen. Ich habe euch heute ein Review mitgebracht. Ich habe zwei riesengroße Körbe voll, einen Korb mit Pflegeprodukten aus der Drogerie, einen Korb mit neuen Produkten aus dem Trended Up Sortiment. Und ja, ich versuche, dass ihr heute auch ein paar der Swatches besser erkennen könnt als beim letzten Mal und würde sagen, es geht los. Als allererstes möchte ich euch hier von Garnier Skin Active diese Hydra Bomb Tuchmaske zeigen. Die habe ich ganz, ganz oft auf Instagram gesehen, aber irgendwie dann doch nicht gekauft, warum auch immer. Ich habe solche Tuchmasken aber schon seit längerem immer wieder in Gebrauch, und zwar hatte ich da bisher immer so im Wechsel die von Rival de Loop oder die von Balea. Bei den beiden muss ich sagen, ist mir die von Balea von dem her lieber, weil die einfach für mich eine bessere Form hat. Also bei der Maske, wenn man die dann so aufmacht, legt sich dieses Tuch hier auch unter die Augen und kühlt die Augenpartie gleich mit. Das habe ich hier irgendwie nicht. Klar, man kann sich das so zurechtziehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich die Balea-Maske meinen Gesichtszügen besser anpasst. So, hierzu. Die Maske ist ehrlich gesagt von allen dreien mein Favorit, weil ich bei den anderen den Eindruck habe, dass sich die Temperatur der Maske, also ich bewahre die immer im Kühlschrank auf, aber dass sich die Temperatur der Maske bei den beiden sehr viel schneller der Gesichtswärme anpasst, und das war bei der Maske eben nicht. Also die Maske, die hat wirklich die ganze Zeit, in der ich sie auf dem Gesicht hatte, gekühlt und wurde halt irgendwie nicht warm. Und ich muss dazu sagen, ich habe die am Sonntag verwendet. Mein Mann hatte das nicht gesehen und er hat dann 2-3 Stunden später gemeint, ich würde heute ja gar nicht aussehen wie der Tod. Ja, also das tue ich sonntags aber auch immer, da hat er nicht Unrecht. Wie dem auch sei, diese Maske soll reichen laut Packung, wenn man sie einmal die Woche aufträgt. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, eine neue Maske auftragen zu müssen, aber wenn ich da den Lust drauf bekommen sollte, würde ich dann vielleicht eine andere nehmen und nicht die. Also ich denke, ich werde da schauen, dass ich die hier nur einmal die Woche auftrage oder wenn ich sie benutze, nur einmal die Woche. Und ich kann die empfehlen. Ich habe die auch schon nachgekauft und bin gespannt, ob die anderen auch so gut sind. Die gibt es ja wohl noch in rosa und in grün, weiß nicht. Habe sie leider bisher nur in blau gesehen, aber die war schon mal richtig gut. So. Dann, weil einige von euch gefragt haben, was ich zum Abschminken verwende. Ich benutze verschiedene Sachen, aber kann von Garnier auch dieses Skin Active Micellenreinigungswasser empfehlen. Das ist dieses Zwei-Phasen-Ding, was ich an dem hier so gut finde. Ich gehe mit dem zuerst über meine Augen und wenn auf dem Wattepad noch ein Rest ist, dann nehme ich damit noch das Gesichts-Make-up runter. Was bei mir persönlich für dieses Gesichtswasser spricht, ist einfach die Tatsache, dass ich mit dem Gesichtswasser den Kleber von meinen künstlichen Wimpern 1A lösen kann. Ich hatte davor immer dieses Zwei-Phasen-Produkt von Rival de Loop und damit hat sich der Kleber auf den Wimpern mehr so aufgelöst. Also der wurde dann so schmierig und hat sich dann so schön in die ganze Wimper verteilt, also in die falsche jetzt. Und mit dem hier kann man den Kleber auf der falschen Wimper wie so eine Wurst halt einfach so abziehen. Reinigen tut das, finde ich, genauso gut wie der von oder der Augen-Make-up-Entferner von Rival de Loop eben. Aber das Ding mit den Wimpern ist halt für mich ein ausschlaggebender Punkt und ich bilde mir ein, das wäre noch so ein bisschen sanfter zur Haut. Deswegen, das habe ich mir schon viele, viele, viele Male nachgekauft. Okay, so lange gibt es das ja jetzt noch gar nicht, vielleicht 5-mal, also ich brauche da auch einiges davon, aber das finde ich ganz, ganz toll. Das normale Micellenwasser von Garnier hat mir irgendwie nicht so viel gebracht, aber das finde ich gut. Dann auch ein Favorit von mir ist von Rival de Loop dieses Age Performance Serum. Das verwende ich, glaube ich, jetzt seit 1,5 Jahren und das ist jetzt auch schon wieder fast leer. Ich habe vorhin vergessen zu sagen, ich habe eine
trockene Haut mit leicht, mit normaler T-Zone, sagen wir mal so. Also ich glänze eigentlich nicht im Laufe des Tages. Ich habe eine ganz normale bis trockene Haut eigentlich. Meine Haut braucht viel Feuchtigkeit und deswegen gebe ich das abends immer in meiner Schichtroutine unter meine Nachtcreme, genau. Und wenn ihr einen Feuchtigkeitsbooster sucht, dann kann ich euch das wirklich empfehlen. Das kostet 4,49. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßig im Angebot bei Rossmann. Also wirklich alle 3-4 Wochen. Und wenn ich das sehe, muss ich immer eins kaufen, egal ob ich noch welche zu Hause habe oder nicht. Weil ich das halt so mag, ne? Ja. Kommen wir auch schon zur Augenpflege. Ja, und zwar habe ich euch da vor kurzem mal meinen The Body Shop Haul gezeigt und da habe ich mir unter anderem hier dieses Ding da mitgenommen. Das ist das Drops of Youth. Hä? Wir versuchen das jetzt mal so. Nein. Egal, ich zeige das so. Das ist Drops of Youth, so ein Eye Concentrate steht da drauf. Und zwar habe ich das auch im Kühlschrank, das hat da oben so eine Metallkugel und wenn man da drauf drückt, dann kommt da links und rechts so, kommt dieses Gel raus und dann kann man sich das hier so schön unter die Augen machen. Abends verwende ich was anderes, also abends verwende ich eine Anti-Aging-Augenpflege und das Ding hier verwende ich meistens für morgens und es kommt schon recht nah dran, finde ich, an meine Klinik All About Eyes, also an diese Geltextur. Ich möchte halt morgens wirklich etwas, das kühlt, jetzt so noch in der Jahreszeit, wer weiß, wie das im Winter ist, aber trotzdem nach dem Einziehen immer noch Feuchtigkeit spendet, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich mag das nicht, wenn die Produkte einziehen und man dann denkt, man hätte irgendwie nie was drauf gehabt und das ist hier eben nicht so. Finde ich gut. Ob ich es nachkaufen werde, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich habe das, glaube ich, im Angebot gekauft und müsste dann mal gucken, was das kostet, wenn das nicht im Angebot ist. Weil wenn es preislich in die Richtung von der Klinik Augencreme kommt, dann kaufe ich, glaube ich, einfach wieder die. Ich muss auch mal gucken, wie lange mir das hält. Weil mit diesem Klinik-Ding, was ist denn da drin? 10 Milliliter in diesem Kliniktöpfchen. In dem Kliniktöpfchen sind, glaube ich, 15 Milliliter drin. Also preislich, also günstig ist das Ding nicht. Also ich glaube, das hat 16 Euro fast gekostet. Also wie gesagt, günstig ist es nicht, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Anders als diese Vitamin E Augencreme, die tut nämlich so gar nichts für mich, leider. So, dann kommen wir mal zu dem, was bestimmt viele von euch interessiert. Und zwar habe ich mir von Real Techniques dieses Zeug hier gekauft. Ich habe früher zum Pinselreinigen immer von DM, von Alverde, diese Lavendelseife oder so gehabt. Und wollte dann mal was Neues ausprobieren und habe mir dann, es ist leider nur noch ein Rest übrig, von Beauty Blender dieses Seifenstück gekauft. Also das ist schon, ja, ein Seifenstück, das ist ungefähr, naja, nicht ganz so groß, aber so dick in etwa, ne? Und halt mit diesem Durchmesser. Und das kostet aber 20 Euro, glaube ich. Also ich habe das bei einer Rabattaktion bestellt gehabt, glaube ich, bei Hype Cosmetics oder Dutch.de heißt der Shop. Ich verlinke euch den unten. Und war angetan. Ich war wirklich sehr begeistert, denn wenn ich schmutzige Pinsel habe, ist der Schmutz mit diesem Seifenstück von Beauty Blender total schnell draußen. Also ich gehe da quasi 2-3 Mal rein, rubbel das, ich hatte davor immer so eine Lego-Platte, rubbel das auf der Lego-Platte und das war sofort weg. Und bei der Seife von Alverde oder auch von dieser Dali-Seife habe ich das Gefühl, ich muss da rumrühren und es tut sich irgendwie nichts. Und dann rühre ich rum, dann ist immer noch so ein Hauch Grau auf dem Pinsel. Und das war halt mit dieser Seife überhaupt gar nicht der Fall. Und weil die fast alle ist und weil mich das genervt hat, dass mir das schöne Seifenschaumzeug von meiner Lego-Platte immer runter rieselt, rutscht, läuft, habe ich mir diese Wanne da bestellt bei The Make-Up Spot. Und die hatten leider keine Beauty Blender Seife, deswegen
dazu auch dieses Gel. Ja, ganz kurz, was finde ich besser? Die Seife. Werde ich mir die Seife nachkaufen? Ja. Werde ich mir das hier nachkaufen? Eher nicht. Also die Seife muss auf jeden Fall fester Bestandteil in meinem dauerhaften Reinigungssortiment sein. Bei diesem Gel ist es so wie bei den anderen Seifen auch. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich damit besonders schnell meinen Pinsel sauber bekomme. Wobei dieses Ding kostet, glaube ich, 10 Euro und die Seife 20. Also von dem her erwarte ich schon, dass die Seife noch ein bisschen mehr kann als dieses Gel. Das Einzige, was ich mir bei dem Gel eingebildet habe, ist, dass meine Pinsel danach sehr viel schneller trocken waren. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob da vielleicht Alkohol drin ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht so mit dem Fach Chinesisch da hinten drauf. Also selbst wenn da jetzt Alkohol drin wäre, würde ich das jetzt nicht unbedingt so rauslesen können. Also ich könnte mir vorstellen, dass wie bei einem Pinselreiniger hier eventuell Alkohol drin ist und es deswegen eben schneller dazu kommt, dass eure Pinsel wieder trocknen, also dass irgendwie das Wasser oxidiert oder so. Ja, also ich habe wie gesagt gestern den Eindruck gehabt, dass meine Pinsel nach einer halben Stunde irgendwie schon fast trocken waren und die lagen nicht in der Sonne. Das so viel hierzu, aber also wenn ihr zufrieden seid mit eurer Alverde-Seife oder mit eurer Dalli-Seife, dann braucht ihr euch das nicht kaufen. Hier, das könnt ihr euch mal könnt ihr mal beobachten, ob es das irgendwo vielleicht mal günstig gibt, diese Seife. Die finde ich wirklich gut. Es gibt von Beauty Blender, meine ich, auch ein Gel, aber ich werde bei der Seife bleiben. Und was diese Wanne betrifft, die finde ich cool. Weil, wie gesagt, ich hatte ja davor immer so eine Lego-Platte, die war auch gut, nur da war halt blöd, dass mir der Schaum, den man mit der Seife hat und mit dem man dann auch noch weitere Pinsel sauber machen kann, ja, dass mir der Schaum halt runtergelaufen ist und der sammelt sich jetzt hier drin und mein Sohn fand es auch ganz toll, hat tatkräftig mitgeholfen und ja, das war auf jeden Fall eine gute Investition und ich wasche meine Pinsel halt auch sehr oft. Also ich wasche eigentlich alle 2 Tage irgendwelche Pinsel, ja, damit sich da einfach nicht so viel ansammelt, weil sonst raste ich aus. Ja, also das so viel hierzu. Und dann zeige ich euch noch was, das habe ich schon sehr, sehr lange, ich glaube bestimmt schon ein Jahr, und zwar ist es von Smashbox diese Konturpalette. Die sieht so aus. Die hat eben so ein, das sind alles matte Töne, ihr seht ja die Farben, muss ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ja, zum Konturieren ist es mir alles zu warm, auch der Ton hier. Ich finde die super als Lidschattenpalette. Also ich benutze diesen hellen Ton super gerne für unter die Augenbraue und den inneren Augenwinkel beziehungsweise überhaupt, um erstmal eine Grundlage zu schaffen und die anderen beiden dann, wenn es schnell gehen muss, für die Lidfalte oder mit einem Monolidschatten, den ich mir rauslege, dann als Basis eben diesen weißen, mit dem hier dann vertiefen und ausblenden oder mit den beiden und fertig. Als Bronzer habe ich das jetzt irgendwie noch nicht so probiert, aber wie gesagt, da ist er, den hellen finde ich super. Ich habe ihn jetzt auch schon, ich glaube gestern für mein erstes In Front of the Camera Video habe ich diesen hellen Ton nochmal für die T-Zone verwendet, als ich gemerkt habe, ich glänze in der Kamera wie eine Speckschwarte, obwohl das hier im Real Life überhaupt nicht so war. Also ich habe noch viel zu lernen. Und ich mag halt die Textur total gerne. Aber ehrlich gesagt, wenn ihr Konturpuder habt, mit denen ihr zufrieden seid, müsst ihr euch die nicht kaufen. Also ich glaube, die kostet auch 40 Euro oder so. Oder 35, nee, also sie ist okay, aber nee, müsste nicht. Dann habe ich diese beiden Pinsel hier dabei von Rossmann. Das ist ja dieser reguläre Blendepinsel von For Your Beauty und das ist jetzt der neue. Also diesen hier, den gibt es gar nicht mehr, den hier gibt es dafür jetzt stattdessen.
Und ich war mit dem hier immer sehr zufrieden. Der war mir immer lieber als der von DM, weil ich mit dem hier irgendwie, ja, weiß eigentlich auch nicht mehr. Bei dem von DM weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, wie der alte Blendepinsel war, weil die ja mittlerweile auch schon wieder einen neuen haben. Ja, also ich konnte mit dem einfach besser arbeiten als mit dem von DM, fand es aber nur blöd, dass der sich sehr, sehr schnell in seine Bestandteile aufgelöst hatte. Also auch bei Leuten, die nicht so oft die Pinsel waschen, wie ich es tue, habe ich gehört, dass ja, wenn, ne, also man kann dieses Ding sehr schnell hier rausziehen. Also nicht hier das Teil, sondern wirklich die Haare. Deswegen musste ich mir den halt regelmäßig nachkaufen und fand es für 4 Euro ehrlich gesagt schon ein bisschen blöd, wenn ich mir überlege, von Zoeva für 10 Euro hält mir der Pinsel ewig und hier, nur da habe ich noch keinen vergleichbaren entdeckt gehabt und den muss ich ständig nachkaufen. So, den gibt es aber jetzt nicht mehr, deswegen gibt es jetzt den. Ich finde, vielleicht kann man das sehen, dass der ist luftiger gebunden. Ich hab keine Ahnung, ob man das jetzt sieht, aber hier ist, glaube ich, mehr Haar drin. Also der ist dicker als der hier, wobei ich das Gefühl habe, dadurch, dass der filigrane ist und irgendwie weniger Haare da drin stecken, dass die vielleicht auch nicht so leicht rausgehen, weil sie fester gegriffen werden können. Ich habe keine Ahnung. Also ich bilde mir ein, dass der hier ein bisschen länger haltbar sein könnte als der, aber als Blendepinsel für jeden Tag ist der für mich auch nicht wegzudenken und ja, wollen wir mal gucken, wie lange ich mit ihm klarkomme. So, dann gehen wir mal durch die ganzen Drogerieneuheiten, die ich mir so angeschafft habe. Wobei, vorher zeige ich vielleicht noch mal ganz kurz ein High-End-Gerät. Und zwar von Dior, diesen Highlighter, den es jetzt in dieser Skyfall Collection gibt. Das ist der hier. Den habt ihr auch schon zu Genüge in meinen anderen Videos gesehen. Und wollte einfach noch mal kurz darauf hinweisen, dass wer den Highlighter aus der Glowing Gardens LE, naja, schon hat oder eben noch nicht hat, die beiden sind sich sehr, sehr ähnlich. Also wer diesen Highlighter schon hat, der sollte den hier vielleicht nicht unbedingt blind bestellen oder sich zumindest vergewissern, dass er ihn dann wieder zurückschicken kann oder ihn erst im Laden noch mal irgendwie swatchen. Und derjenige, der diesen Highlighter hier verpasst hat, kann sich den hier anschauen. Ich frage mich gerade nur, ob ich von dir, von der Glowing Gardens LE den falschen mitgebracht habe, weil ich ja 2 von denen habe. Ja, ich habe den falschen mitgebracht. Also der hier ist so wie die, also dieser, den es jetzt in der Herbstkollektion gibt, ist so wie die 02 aus der Glowing Gardens LE. So, genau. Ich habe ein Video gemacht, wo ich die beide nebeneinander swatche. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Ich denke, ich werde so Swatch-Videos vielleicht nach wie vor andersrum machen, dass ich euch dann in diesen Videos, solange das mit den Swatches noch nicht so funktioniert, das unten dann verlinken kann und ihr euch das dann anschaut. Einfach, weil ich da die Belichtung besser einstellen kann noch und ihr da einfach ein bisschen mehr davon habt. Ja, aber wie gesagt, dieser Highlighter, der ist eben nicht unbedingt etwas Neues. Ja, so. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde ihn auch gar nicht so dolle irgendwie. Also, ich kann euch nochmal versuchen, den zu swatchen. Ansonsten, wie gesagt, ich mache euch Swatches unten rein. Ich finde den Glow jetzt nicht so unbedingt. Seht ihr irgendwas? Also Videos bekommt ihr auf jeden Fall dann eingeblendet. Ich hoffe, man sieht zumindest so ein klein wenig. Und ja, ich finde den irgendwie nicht so prall. Also ich freue mich, dass ich ihn in der Sammlung habe, werde ihn auch nicht weggeben. Aber ein Must-Have ist der Highlighter, finde ich, nicht. Und dass ich das bei einem Highlighter sage, ist erstaunlich. So, jetzt geht's aber endlich zur Drogerie und zu sämtlichen Neuheiten. Ich habe ganz, ganz, ganz viel bei Trended abgekauft und zwar fange ich da als allererstes mal an mit diesen Scarabeo Eyeshadows. Vielleicht mal mit einer Farbe, die man in der Kamera ein bisschen besser sieht. Ach, das ist aber eigentlich grad wurscht. Ich nehme jetzt einfach mal diese Farbe hier, das ist die Farbe 010.
ich weiß gar nicht genau, ob ich die alle, wenn ich ein Video habe, in dem ich alle geswatcht habe, dann bekommt ihr das auch in die Infobox. Also wenn es Videos gibt zu Produkten, die ich hier zeige, wo ich schon alles geswatcht habe, dann bekommt ihr das. Aber ich denke, ich habe sie schon geswatcht. Also ich kann euch wirklich jedem dieser Lidschatten empfehlen. Ich habe sie auch schon trocken aufgetragen, weil da steht ja, man kann sie nass und trocken auftragen. Trocken aufgetragen über einer farbigen Base finde ich die absolut gigantisch, beziehungsweise ich habe die trocken habe ich bisher nur diesen grünen hier verwendet, die 020. Das ist aber auch eine relativ, also ich glaube, das ist der trockenste von den, von den ganzen. Ich habe die nämlich alle, ich zeige euch das mal im Vergleich. Ich glaube, da seht ihr das schon, dass auf dem Mittelfinger ist die Farbe 010. Da seht ihr schon, dass die so ein bisschen cremig-pudrig ist. Da wäre es vielleicht wirklich besser, man würde das Ganze feucht auftragen, aber diesen grünen hier, diesen dunkelgrünen, den hatte ich über diesem Lidschattenstift aus der P2 Culture Spirit LE, aus diesem grünen. Und das sah Bombe aus. Also an dem Tag haben mich echt ganz, ganz viele angesprochen auf meinen Lidschatten. Und so, das passiert mir eigentlich nicht so oft. Wie gesagt, es gibt diese beiden Farben, die 10 und die 20. Oh. Ja. Dann gibt es noch die 40 und die 50. Das ist die 40, ist so ein Lila, und die 50 ist ein Petrol. Ja. Ich habe den Eindruck, es stellt nicht scharf. Ich glaube, ich sollte das so machen. Ja. Wisst ihr, ich mache das so. So, genau. Ich glaube, so seht ihr es besser. Genau. So. Ja. Und dann, ihr müsst mich auch für total bekloppt halten, ne? Und dann gibt es noch die 30, die ich gerade aber leider nicht aufbekomme, und die 60. Die 60 ist ein dunkelblau und die 30 ist so ein schönes Brown. Ganz, ganz schön. Also die kann ich euch aus dem neuen Trended Up Sortiment wirklich ans Herz legen. Diese Scarabio Eyeshadows, dass ihr euch die mal anguckt. Und dann, wenn wir bei den Lidschatten bleiben, ich habe auch noch einige von den Mono-Lidschatten mitgenommen. Da muss man halt mal schauen, was man so an Farben gebrauchen kann. Ich schicht hier einmal um. Ja. Und zwar weiß ich allerdings nicht, ob ihr den noch bekommt. Trended Up hat eine LE. Die heißt Infinitely Beauty und die steht oben drauf. Also wenn ihr so den Trended Up Aussteller habt, ist oben ein Aufsteller mit LE-Produkten. Die sind nicht logischerweise im Standardsortiment. Und damit dabei ist ein burgunderfarbener Lidschatten in der Farbe 10. Der sieht so aus. Und das ist halt, finde ich, eine Farbe, die es bisher so in der Drogerie noch nicht gegeben hat. Ich muss da jetzt aber gerade mal einwenden, dass ich von P2 aus dem Standardsortiment auch so einen burgunderfarbenen gekauft habe. Der kam jetzt neu ins Standardsortiment bei P2. Das ist die 380 Wilder Minds. Wir gucken da jetzt gerade mal, inwieweit die sich ähnlich sind, falls ihr da was nicht bekommt. Also, das hier ist P2 auf dem Ringfinger, dieses Wilder Mind. Aber ich glaube, dass die ein bisschen Schimmer mit drin hat. Ich glaube, die ist ganz anders. Wir machen jetzt auf den Mittelfinger, ja, auf den bösen Mittelfinger, machen wir jetzt, ja, nee, guck mal, das ist total anders. Also, so, seht ihr? Auf dem Mittelfinger, auf dem bösen Mittelfinger ist der Lidschatten aus der aktuellen Trended Up LE. Und auf dem Ringfinger ist der Neuzugang im P2-Sortiment in der Farbe 380 Wilder Mind. ihr braucht den auf jeden Fall. Also ich wollte ihn zuerst stehen lassen, weil er mich total an die Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette erinnert. Aber ja, ihr braucht ihn trotzdem. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass
dieses Video zu lang wird. Denn wenn ich richtig sehe, schwätze ich schon 25 Minuten. Ich glaube, ich zeige euch jetzt noch die anderen Lidschatten aus dem neuen Trended Up Sortiment und drehe dann einen zweiten Teil, bevor das Ganze hier zu lang wird. Ihr wollt ja auch irgendwann mal abschalten. Und zwar habe ich mir dann von den Trended Up Lidschatten aus dem Standardsortiment noch 4 Stück gekauft. Und zwar einmal die Farbe, die haben immer nur so blöde Nummern, das ist total Banane. Und zwar die Farbe 20, das ist so ein, ja, so ein, nicht Creme Brûlée, beziehungsweise Brûlée, sondern so ein bisschen, ja, dunkler Kaffee Latte, Milchkaffee. Ja, nee, doch, vielleicht Milchkaffee mit ganz viel Milch, ihr wisst, was ich meine. So eine Farbe hat der. Ich zeige ihn euch aber gleich noch mal im Swatch. Dann habe ich mir die, also das ist ein matter Lidschatten, noch einen matten Lidschatten habe ich mir gekauft, und zwar die Farbe 110. Der ist so grau, mauve, braun, taub, also ganz, ganz toll. Ich glaube, das waren die beiden ersten, die ich gekauft habe. Und dann bei meinem zweiten Streifzug habe ich dann noch ein Lila mitgenommen, weil ich mir immer ein Lila kaufe. Das hat aber Schimmer, und zwar die Farbe 120 und dann noch die Farbe 60, das ist so ein Alltags-Bronze-Braun, was ich mir eigentlich sonst nie kaufe, weil ich das ein bisschen langweilig finde. Irgendwann hat man ja auch schon 50 solcher Brauntöne. Und jetzt zeige ich euch mal die Swatches. Und zwar ist das hier, ach, die sind so butterweich, ist das hier auf dem Ringfinger, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ist ist die 20. Dann zeige ich euch die 110, diesen Mauve-Ton. Dann zeige ich euch den Lila-Ton, die Farbe 120. Was habe ich denn bei dem gerade gesagt? Auch 120? Nee, das ist 110 auf jeden Fall, der Mauve-Ton. Das Lila ist 120 und dann noch die 60 auf dem kleinen Finger, das ist dieser Bronzeton. Den bestimmt aber viele von euch mögen. Also die Pigmentierung ist ein Traum. Die sind butterweich. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht mal, die zu depotten, weil ich Angst habe, dass die sonst... versuche ich das jetzt nochmal hier, das dahin zu swatchen? Ja, ich versuche das jetzt nochmal. jetzt geht es wieder los hier. Mein komisches Rumge... Nee, ich glaube, wir lassen das. Ich kann euch die Lidschatten von Trended Up wirklich empfehlen. Die Paletten, diese kleinen, finde ich ehrlich gesagt nicht so dolle. Also da muss halt jeder selber gucken, was er schon hat. Ich kann auch nur vom Swatch her beurteilen, den ich am Aufsteller gemacht habe, fand ich alles nicht so prickelnd. Die einzelnen sind Farben, die gibt es so bisher, finde ich, nicht. Auch in der Textur nicht. Und was die Textur betrifft, sind die Trended Up Paletten nicht so gut, finde ich. Also vom Swatch auf den Arm am Tester kann ich das auf jeden Fall sagen, dass die Monolidschatten deutlich besser pigmentiert sind und eine schöne buttrige Konsistenz haben. Und die Paletten fand ich ein bisschen trocken. Ja. Also, bevor es mich jetzt hier zerbröselt, zerfetzt oder ihr mich zerfetzt, hören wir an dieser Stelle auf. Ich mache im Anschluss aber gleich das nächste Video. Ich habe Blushes dabei von Trended Up. Ich habe nochmal diese Metals Lidschatten von Essence mit dabei, die man auch als Highlighter verwenden kann. Was habe ich denn noch dabei? Ich habe noch Blushes von Freedom Makeup dabei, wenn ihr mal bei Cosmetic for Less bestellt und da irgendwie noch was braucht für euren Warenkorb. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Freue mich, dass ihr bei mir eingeschaltet habt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!